Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Banjo und Kazooie. Jetzt im Click-Clock Wood angekommen. Ich habe mich vorbereitet und bin guten Gewissens, dass wir das alles hinkriegen werden. Deswegen gehen wir noch direkt mal rein. Und ich bin gespannt, was alles auf mich zukommen wird. So, also ich weiß, dass es mit vier Jahreszeiten zu tun hat. Und wir gehen als erstes mal in den Frühling. Weil es fängt ja bekanntlicherweise mit dem Frühling an. Kann ich da schon rein? Nö. Ja, ich hab's kaputt gemacht, das funktioniert nicht. Wir schauen einfach mal weiter. Guck mal, hier ist ein Frühlingspaddel. Ja, die habe ich voll. Machen wir mal eine Arschbombe drauf. So. Peace. Ich bin echt gespannt, wie das Level wird. Also ich weiß, ich kenne das irgendwie noch vom Aufbau her. So ein bisschen. Und ich weiß, dass es ziemlich ätzend war. Weil man musste nämlich irgendwie Sachen vorbereiten in den vorherigen Jahreszeiten, um in der späteren alles zu kriegen. Aber mach's auf meine Art. So. Ja. Wir gucken uns erstmal schön in Ruhe um. Weil das hier kann ich eigentlich fast schon mitnehmen, ey. Aber ich will eigentlich nicht noch mehr goldene Federn für euch verschwenden. Gib mir das Essen. Mann, come on, please. Dankeschön. Gehen wir mal eine Runde schwimmen. Jetzt mit nicht so schnell ersaufen. Wo bist du feindlich? Hallo? Jemand muss den Felsblock entfernen. Naughty kommt nicht in seinen Bau hinein. So ein Ärger aber auch. Ja. Ich glaube auch nicht, dass ich den jetzt wegkriege. Weil im Wasser bin ich, was die Handlungen angeht, ziemlich eingeschränkt. Warte mal, da komme ich gar nicht drauf. Oder ich kann irgendwie... Nee, da kann ich nichts machen. Okay, sonst ist hier nichts. Die müssen wir noch irgendwie kriegen, oder? If you're happy and you know it, clap your hands. So. Will ich da die Federn verschwenden? Wie viele Schädel habe ich denn? 32, das wird ja wohl reichen für die Verwandlung. Ich glaube, hier gibt es wieder eine. So. Was ist das? Was ist das? Schon mal reinfurzen. What? What? War ja klar. Irgendwie muss man alle Löcher, die hier sind, einfach mal schön reinfurzen. Das bringt es immer. Die wächst noch, oder? Ja, die wächst noch. Okay, da unten ist nichts. Da hinten ist ein Weg. Und hier ist noch ein bisschen was. Wir bleiben erstmal weiter unten. Wir gucken uns erst unten komplett um.
So. Ja, da geht's natürlich jetzt auch schon hoch, aber das will ich nicht. Ei! Da leidet dieses Ahmed hier, wäre er doch nur ein Fakir. Okay. Ach, das sind Stiefel. Oh, warte mal. Warum war das eine extra Szene für den Vogel? Muss ich da alle kaputt machen? Oder war das einfach nur Zufall gerade? Oh, wie assi ist das denn? Er kann immer noch pokern. Okay, alles halb so wild. Aber gemanagt, die Situation. Gehen wir doch erstmal zu. Muss bestimmt wieder was versteckt, oder? Nee. Gehen wir mal zu Momba, was da will. 25. Irgendeine Fackel ist doch bestimmt aus. Natürlich. Du bist nur für ein Schamane, wo alle Fackeln aus sind. Das sind halt jetzt nur Eier, aber brauche ich halt leider auch. Ja, will ich mich jetzt schon verwandeln? Nee, eigentlich nicht. Erstmal will ich mich noch so umgucken, bevor ich mich verwandle. Die Frage ist, kann ich mich auch nur im Frühling verwandeln oder in allen Jahreszeiten? Das weiß ich leider nicht. Ja, okay, gut, war ja klar, dass ich so durchkomme. Ist da hinten noch was versteckt? Nö. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Wenn das mal nicht kalkuliert ist. So, jetzt geht's da hinten hoch und hier, wo ich jetzt bin. Wahrscheinlich ist das beides der gleiche Weg hier hoch. Wir laufen mal da lang. Fuck you, Vogel. Oh, wie viel Damage machen die bitte? Machen die zwei? Oh, shoot. Könnte interessant werden auf Dauer. Ja, okay, gut, das ist der gleiche Weg. Einfach nur hier hoch, 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 hoch. Da vorne ist auch so ein Weg nach oben. Ich kann ja mal versuchen, da runter zu furzen auf den Stein. Wo ist er denn? Wahrscheinlich genau unter mir. Nee, klingt irgendwie nicht richtig. Ich werde das muss ich bestimmt irgendwie in einer anderen Jahreszeit machen. Vielleicht ist hier im Sommer alles ausgetrocknet. Im Herbst hast du hier überall so Laubflecken, so Laubhügel, wo du hochspringen kannst. Und im Winter ist bestimmt alles eingefroren. Irgendwie sowas wird doch da bestimmt sein. Ja, eine goldene Feder für eine goldene Feder ist nicht wirklich worth. Ja, hier geht's weiter hoch. Dann bleiben wir noch auf der Ebene. Und heilen uns mal voll. Ne, guck mal, hier geht's auch nicht mehr weiter. Ich muss jetzt weiter nach oben. Okay. Bäb, 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 bäb. Ne, hier war ja noch die Feder. Das ist ein, da er kann pokern. Boah, ich habe das Gefühl, wenn ich hier später runterfalle, bin ich wahrscheinlich Insta-Rip. Oh shit, muss ich aufpassen. Easy. Da. Was ist das? Ja, er kann immer noch pokern.
Warte mal, da geht's rein. Ne, irgendwie ja nicht. Ah, da muss ich bestimmt als Biene reinfliegen. Dann muss ich jetzt bestimmt da außen rumspringen. Ja, okay, gut, würde Sinn machen. Boah, das ist aber schon so ein bisschen eklig, findest du nicht? Ach, guck mal, da unten ist auch noch was. Das ist ja mal voll eklig. Fuck you! Ja, Repeilung. Wir holen die Kamera mal ein bisschen näher ran. Boah, ist das so eklig! Ey, don't panic. Alles so easy. Oh, guck mal, hier kann ich den Sommer öffnen. Wie lange nehmen wir denn schon auf? Erst 11 Minuten. Also nix. Gehen wir erstmal da rein. Ich kann pokern. Nabnut liebt Eicheln. Ich werde noch ein wenig weiter futtern. Ja, mach das mal. Ich halte dich nicht auf, Kollege. Ist hier noch was? Hm. Hier müsste ich ja eigentlich auch die letzten zwei Honig warm kriegen, ne? Die Musik ist irgendwie voll cool hier. Wie eigentlich im ganzen Spiel. Ich mag generell sowieso die Musik von allen alten Spielen vor allem. Die grundsätzlich gut ist. Ich muss doch bestimmt das Ei kaputt machen. Ich hab Angst. Hm. Okay. Ich war das hier nicht mit. Warte mal, lass dich mal ganz kurz überlegen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe dieses Level schon mal gespielt. So ein richtig schönes Déjà-vu. Kann es sein. Mach mal kurz ein Safe State. Kann das sein, da es ja jetzt gerade im Frühling regnet, er schläft, ich im Sommer Würmer finde und ich die dem geben muss? Dass ich ein Puzzleteil krieg? Irgendwie sowas war da ja. Ich weiß es aber nicht mehr. Aber ich kann es mir gut vorstellen, weil die Würmer kommen ja immer raus, wenn es regnet. Boah, Alter. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass diese Sprünge ziemlich eklig sind. Okay, bin ich jetzt ganz oben? Jo, Kollegen, wie soll ich dich denn kriegen? Ich denke, ich muss das mit der Biene machen. Das war so einfach. Grob. Oh. Ist hier sonst nichts? Nur das Puzzleteil gewesen, weil ich. Ja, gut, das Leben, das brauche ich jetzt nicht wirklich. Darauf verzichte ich einfach. Aber scheint echt sonst nichts zu sein. Nö. Gut. Dann würde ich sagen, verwandeln wir uns in eine Biene.
Da werden wir die Biene Benjo. Ich werde es bereuen, wenn ich das jetzt nicht... Irgendwie muss das doch gehen. Das muss 100 pro mit der Biene gemacht werden. Da unten drunter Wasser. Nein, da ist Rip. Tja. Nee, ich denke, ich muss das wirklich mit der Biene machen. Es würde ansonsten keinen Sinn ergeben. Oh nee, ich muss jetzt ernsthaft. Oh, you have to be kidding me, right? Wäre das Ganze zweidimensional mit dem Springen, würde ich es viel einfacher finden, wenn ich ehrlich bin. Aber es geht ja noch. Wir klauen erstmal dem Vogel die Eier. Weil ich habe das Gefühl, ich werde es brauchen. Wie komme ich denn jetzt hier runter? Tja, muss ich halt langsam und behutsam runter. Ich kann natürlich auch die Hardcore-Variante holen und einfach Try and Error da runterflattern. Aber habe ich ehrlich gesagt kein Interesse daran. So, hier war ja nur Knafti. Guck mal, ich könnte noch versuchen, unten auf die Plattform zu kommen. Da war ich auch noch nicht. Bevor ich jetzt ganz runter... So viel zu diesem Thema. Rip. Au. Naja. Ach, das ist nur ein Leben. Ah, das ist auch für die Biene. Dann würde ich sagen, wo ich mir mal die Heilung hier unter Wasser, hier eben runtergeplumpst ist. Und das Ei. Hallo. Ich finde es ziemlich lustig gemacht, dass man nur eben so Geräusche hat, wenn die reden. Finde ich ziemlich lustig. Oh, es wird langsam gerade ein bisschen windig. Oh, finde ich gut. So, dann verwandeln wir uns mal. Sieht irgendwie lustig aus mit den Stiefeln hier drin. Und was werde ich? Da war ja zu erwarten. Eine Biene. Bumbo macht gut sauber. Biene, bester Zauber seit langer Zeit. Ja, stimmt, wenn man eigentlich mal so überlegt. Eskalation! Oh. Ja, Mensch. Das war jetzt aber reiner Zufall. Ich wollte eigentlich nur eskalieren und einfach die Taste drücken. Ja, cool. So, gehen wir erstmal hier hin und gucken, ob da noch was anderes ist. Nee, war wirklich nur das Leben. Na gut, wenn wir schon hier sind. Ja. Ich denke, Wasser ist nicht gut für die Biene. Deswegen werden wir das Wasser tunlichst vermeiden. Da. Die Musik geht mir nicht aus dem Ohr, ne? Hallo. So, wo wollte ich mit der Biene hin? Zum Nest. Wo war das denn nochmal? War das nicht hier irgendwie? Ja, da ist es doch. Kann ich da auch drum rumlaufen?
Stimmt, oder? Nee. Okay, hätte ja sein können. Aus einmal Biene. Oh, und ich hab's Loch getroffen. Warte. Ja gut, ne? Aber das kriege ich ja nicht kaputt. Ich komme da ja mit Banjo nicht rein. Guck mal, da ist ein Jinjo. Ist hier oben vielleicht irgendwas? Nee. Hm. Aber ich würde sagen, ich stelle mich hier einfach drauf und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder mit dem wunderschönen und bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und ja, bis dahin. Tschüss.